Und das ist wirklich so, das ist der Self-Check-In-Bereich, ist wirklich so, so Lufthansa, Austrian und Air Swiss. Dort muss ich auch Lufthansa, Check-In, und auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und auch weitere Sprachen, wenn man so spannt. Oha, wie viele Sprachen wir aus meinem Unterschied, Bulgarisch, Russisch, Niederländisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Japanisch, Chinesisch, so traditionell als auch Malay. Nochmal drücken. Französisch, Portugiesisch, aber leider kein Kroatisch. Na gut, ich nehme natürlich auf Deutsch. Da muss man sich sowohl, man kann sowohl per Pass, Personalausweis, Eingabe Buchungscode oder Ticketnummer, Fallsteinreise ohne Buchungscode, Vielfliegerkarte, sprich mal zum Moor. Und hier kann man sich auch da so Label ausdrucken, wenn man jetzt mal eingeschickt ist, muss man einfach so Bordkarte scannen. Vielfliegerkarte und dann die Karte so einchecken. Ich dachte erst, dass ich das hier in der Karte lese, denn hier kann man nichts zahlen. Denn hier gibt es kein so Pinkpad oder so. Also okay, auch. Oh, das ist natürlich hier so Vielfliegerkarte. Hier kann man hier sogar so Kopfhörer einstecken. Ach cool, das verblickt. Warte, ich muss mal einfach aus. Sieht das jetzt wirklich? No, geht leider nicht. Schade. Sehr schade. Und hier natürlich auch noch Gepäck-Label-Automaten. Und Fluggäste, die ja mit so Eco fliegen, ich bin ja mit Lufthansa, Austrian und fürs Eco. Und die können ich auch hier online oder hier ab solchen Automaten einchecken. Business und Förstersreisen können auch weiterhin in unserem Schalter nutzen. Am Schalter, im besten, am Schalter einchecken. Ich habe Business, First und auch Priority.